Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Three Kingdoms, A World Betrayed by Lübu. Ja, bis jetzt breiten wir uns noch gut aus. Ich muss mal gerade eben noch mal in die Diplomatie hier hineinschauen. Ich kann nämlich sogar noch mal ein weiteres Handelsabkommen jetzt hier vielleicht sogar mit jemandem ausmachen. Das Problem ist, dass viele von denen mich halt nach wie Was vor ist euer Begehr? nicht so geil mögen, aber ich kann sie vielleicht zwingen. Was? Dann sagt er niemals? Er will nicht gezwungen werden. Okay. Das sind interessante Erkenntnisse. Vielleicht kann ich ihn noch mit irgendwelchen Sachen hier bestechen. 3% mehr Moral. Plus 3, nicht Prozent. Mehr Moral ist man eigentlich auch ganz glücklich. Ja, ich werde das hier nicht hinbekommen hier. Nee, ich bekomme gerade eben kein weiteres Handelsabkommen. Das Gute ist, dass ich inzwischen nicht mehr als betrügerisch angesehen werde. Das ist das einzig Gute gerade eben. Was ich jetzt mal schauen Wer könnte, steht ist vor der Tür? nochmal. Nee, er hat ja schon dieses mega geile Teil. Das unfassbar mega geile Teil. Gibt halt auch saumäßig viel Zufriedenheit, ne? Also habe ich auch nichts dagegen, dass er das hat. So, bei ihr kann ich bloß leider nichts machen und du. Ja, du hast das Teil. Was ist das hier nochmal? Ausweiten im Nahkampf, das eigene Gefolge. Das macht halt die Einheiten hier halt dann doch extrem stark mit 49%. Ja, die sind schon ziemlich gut jetzt hier beieinander, die Lagervernichter. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich daraus nicht irgendwann auch nochmal Lagervernichter machen sollte. Ist so eine Sache, über die man diskutieren kann. Aber vorher beenden wir den Turn. Wir haben im Norden jetzt nochmal eine zweite Armee aufgebaut. Unter dem Kommando von Lübus Tochter. Und da werden wir es im Norden versuchen, die Kontrolle zu wahren. Und natürlich auch. Es wird euch erfreuen, wie es auch uns erfreut hat. Mein Kaiserreich verlangt die Vasallenmeister von uns, dass wir sie gegen Xuzhao verteidigen. Ja, machen wir. Unsere Gespräche flossen seicht wie der Fluss. Jetzt eskaliert hier. Ich hoffe, dass ich meine Vasallen hier halten kann. Hier bleibt halt jetzt diese Situation angespannt. Weiterer Krieg. Ja, immer mehr Kriegsteilnehmer. Ich kann es eh nicht ändern, deswegen ist es auch nicht wirklich interessant. Vertrauensvoll gegen verdächtig. Während China in Fehden zwischen Dynastien verfällt, sind eure Kameraden gespaltener Meinung, ob man vertrauensvoll oder misstrauisch sein sollte. Einer behauptet, dass Vertrauen alles sei, was wir haben, wenn China schwankt. Ein anderer entgegen, es ist immer gut, dass man vertrauensvoll sein sollte. Na, weil nur so kann ich sie dann betrügen. So, das ist halt der Punkt. Das find ich finde es halt lustig, dass wir nicht als verdächtig gelten. Das ist schon beinahe Comedy-Gold. Aber warum mache ich jetzt hier eigentlich Minus? Ich kann es nicht nachvollziehen, warum ich jetzt hier Minus mache. Sie kommt da tatsächlich einfach hin. Angriff. Drängt nach vorn! Brecht ihren Willen! Und ich kann es direkt attackieren. Die trägt eine komische Wenn die Waffe. Gerechtigkeit siegt, warten gelagert. Und damit gehört mir jetzt diese Stadt und ich mache keinen Minus mehr. Das war wichtig. Ich werde nicht zögern. Was kann ich denn hier noch reinklatschen? Ich mache hier nochmal Einkommen aus Landwirtschaft, mehr Nahrung und hier auch noch die Poststation. Wobei ich das mit der Poststation echt schräg finde. Hier kann ich noch die Regierungsunterstützung machen. Das würde mir nochmal ein bisschen mehr Nahrungsproduktion und ein bisschen mehr Geld bringen. So. Und jetzt regenerieren die Truppen erstmal, die wir hier haben. Und die regenerieren wirklich top schnell. Top schnell. Das muss man denen lassen. Ich bin bloß am Überlegen, ob ich hier noch was ändern will, aber das kann ich mir momentan eh nicht leisten. Ich habe, glaube ich, jetzt hier wieder Leute zur Verfügung für weitere Posten. Der Bian Rang hat hier mehr Zufriedenheit, verringert die Beschädigung, mehr Nachschub für Garnisonen wäre nicht schlecht, weniger Korruption wäre nicht schlecht. Finanzminister. Ich senke mal hier die. Ja. Das da. Bestätigt.
kostet mich halt auch jedes Mal, aber ich glaube, das mit der Korruption hat sich wahrscheinlich sogar positiv für mich entwickelt. Was ist mit dir hier? Deckungskosten, nein, verringert. Nachschub fraktionsweit, das wird ja halt auch nochmal neues Gehalt. 100 minus 100? Die wird günstiger, weil sie einen Posten bekleidet? Das ist interessant. Hier genauso. Okay. Nämlich den Haushaltsminister, dann werden die Sachen nicht so leicht beschädigt. Ich mache auf einmal mehr Geld, weil die Leute plötzlich hohe Ränge einnehmen. Ich akzeptiere das einfach mal so, wie es ist. Ich akzeptiere es. Okay. Demnach habe ich jetzt hier den Norden weitgehend im Griff. Ist Kongrong? Kongrong ist, glaube ich, ein Feind. Die Frage ist bloß, wie schlimm er als Feind letzten Endes bewertet werden muss. Gott, haben wir eine riesige Fraktion inzwischen hier. Ja, richtig Kaiser zu werden, wird anstrengend werden. Muss ich die Hauptstädte erobern? Und das ist halt jetzt alles andere als einfach, weil die halt echt weit weg sind. Ist auch ein Vasall? Nee, warte mal, ich habe hier bloß Sicht, glaube ich. Ich habe hier lediglich Sicht. Wo ist denn die andere Hauptstadt? Eine der Hauptstädte sehe ich nicht mal. Glaube ich, oder? Wer sind denn meine Haupt... Gegner. Oh, der mag mich. Ein willkommener Anblick. Ja, also ich würde mich freuen über 719 Ocken extra. Ich biete ihm mal Zahlung. Da, komm, mach mal. Wir sind uns einig. Das ist super. Das ist sogar sehr super. Zu Vasall machen. Ist da jemand mit dabei? Du vielleicht. Kommt zur Sache. Unwahrscheinlich, dass er das tut. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, damit das hier mit der Vasallensache auch nur ansatzweise funktionieren kann. Weil ansonsten habe ich nämlich auf lange Sicht hier nämlich immer mehr Gegner an der Backe. Und das wäre in dem Fall jetzt extrem schlecht, weil ich von mehreren Seiten aus angegriffen werden kann. Und jetzt guck mal, wer da alles kommt. Das senkt so ein bisschen meine Begeisterung. Okay, die haben einen Frieden. Kongrong hat sich dem Krieg ihm angeschlossen. Das heißt, dass ich jetzt aber Kongrong angreifen kann. Ohne dass ich als Angreifer zähle. Und ich käme da sogar ran. Aber ich käme auch an die ran. Das Blöde ist bloß, dass Kämpfe auf dem Wasser nicht stattfinden. Ja, jetzt haben wir die Hüter des Himmels als Hauptstadtverteidiger, weil wir jetzt der Kaiser sind. Oder warte mal, kann ich jetzt eigentlich theoretisch diese mega krassen Units ausbilden? Diese kaiserlichen Units? Nee, kann ich nicht. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Aber Hüter des Himmels sind jetzt auf einmal magischerweise drin. Die halt echt krass sind. Gute Rüstung, Rundumangriffe, Wahnsinn. Auf einmal mache ich wieder einen Haufen Geld. Also ich bin dafür, dass wir diese Handelssiedlung hier mal näher in Betracht ziehen. Dachte, der hätte sich im Krieg gegen mich angeschlossen. Viele fänden das doof. Steht fest. Ich bin wieder zufrieden. Schaffe ich Beheil? Für Gerechtigkeit. Ja, komm schon.
Bleibt wachsam. Scheint zu klappen. Ich bekomme hier mittlere Verluste. Was sagt die Karte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier mittlere Verluste verursachen soll. Wir kämpfen das selbst. Entschuldigung. Das Durch kämpfen wir mal selbst. Willen überwinden wir jedes Hindernis. Wie eine gerechte Flut schwemmen wir diese Insekten weg. Mir fällt gerade jetzt auf, dass ich es frei treibe. Seien wir wie der Frühling. Neubeginn und Sieg. Dass wir hier tatsächlich... Am Ende dieses Tages wollen wir Sieger sein. Ist schon gut. Drei Frauen haben. Mein Gott, endlich darf ich sagen. Wow. Das wundert mich ehrlich gesagt gerade eben schon hart. Da kann man eine Menge machen. Also 1, 2, 3. Ich habe nur 3 Bogenschützen. Aber dafür ein Arsch voll Infanterie. Yep. Bereit machen! Es ist soweit! Bereit machen! Aufpassen! Ihr seid mal da drüben so ein bisschen. Bereit machen! Die 1 geht dahin. Bereit machen! Du bist hier so dahinter. Achtung, du bist Kinder. So da. Und jetzt geht der Spaß los hier mit Pferdesperren. Eigentlich wollte ich das ja da einmachen. Kann die ja leider nicht so direkt nebeneinander setzen. Jetzt kann ich da noch welche hinmachen. Ah, hier könnte ich eigentlich höchstens noch anzünden. Wir werden ein Stückchen zurückgehen. So, den Kram tun wir dahin. Und den Kram, ich will das eigentlich schön mittig haben. Tun wir da hin. Das geht ihr nochmal diesen einen Schritt zurück. Ihr geht nochmal diesen Schritt zurück. Du gehst diesen Schritt zurück. Okay. Und ich sehe original erstmal gar nichts. Und sie sorgt dafür, dass die Waldstrafen ignorieren. Das ist jetzt eigentlich ziemlich nützlich. Jetzt sehen wir den Feind auch. Die Artillerie sieht ihn auch. Oh. Wirf's da noch hin. Haltet euch bereit. Einen Schritt näher am Sieg. Achtung. Achtung, Krieger. Komm jetzt immer näher. Beeilt euch. Ja, wir warten jetzt. Wir haben zu wenig Fernkämpfer. Wir konnten uns einfach nur einmauern hier. Da donnern wir jetzt durch. Ihr zündet das jetzt hier an. Jetzt geht's hier los. Ihr donnert hier durch. Das ist jetzt hier, wie es im Buche steht. Geradezu schon erschreckend einfach. Fernkampf-Blockchance. Ist eigentlich schon rum ums Eck.
Ja, die Schlacht ist jetzt schon vorbei. Die ist jetzt schon vorbei, ey. Ja. Es ist jetzt schon GG-Time. Ich muss die ja gar nicht vernichten. Ich muss die ja nur verjagen. Bis es für sie endgültig vorbei ist. Und das ist jetzt gleich schon passiert. Die werden noch beschossen, haben gleich keinen Bock mehr. Die werden sich hier nie wieder sammeln, wenn hier alles nach Plan geht. Das war ein leichter Sieg. Deutlich leichter, als ich gedacht habe. Die sind fertig mit der Welt. Das heißt, wir können auf die jetzt hier losgehen. Es ist vorbei. Ja, muss ich nichts mehr machen. Ja. Das war definitiv ein entscheidender Sieg, würde ich auch mal sagen. Wir müssen jetzt halt zuschauen, dass jetzt keine 3 oder sogar 4 Frontenkriege entwickeln. Ne? Deswegen muss ich jetzt in dem hinteren Bereich, wo Kongrong sitzt, und auch noch die anderen, mit denen ich im Krieg bin, jetzt hier. Also Kongrong habe ich jetzt zum Glück noch keinen Krieg, aber mit den anderen muss ich jetzt halt zuschauen, dass ich die wegräume. So wie das jetzt hier gerade eben. Wenn die Gerechtigkeit siegt. Warten gelage. Unser Machtgebiet wächst. Eingenommen. Und jetzt gibt es nur noch sie hier an der Stelle. Drängt nach vorn. Und da dränge ich jetzt natürlich auch in die Richtung. Die hat da auch nicht mehr so viel. Behai. Wer am liebsten das hier noch verbessern? Macht halt aus 12 25.000 Wachstum. Nee, ich betrachte das lieber noch mal ein bisschen vorsichtiger. Und wir können einen weiteren Erlass erlassen. Was ist das hier Schönes? Weniger Baukosten für Minen. Mehr Handelseinfluss. Bringt mir mehr Geld. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. So, dann. Gammelt der hier rum. Ergreift Gelegenheiten, die sich euch bieten. Muss warten, bis das jetzt hier. Ach, die sind ja schon wieder fit. Ja, dann kann ich ja andere Wege einschlagen. Schlachtet sie ab! Dann kann ich tatsächlich in der nächsten Runde das hier schon attackieren und dann habe ich den Problemfall hier auch schon aus meinem Rücken entfernt. Es geht ja jetzt hier nur um die taktischen Entfernungen von Ärgernissen. Die Hauptstadt wird angegriffen werden, kann ich nicht verhindern, aber ich behaupte, wir sind hier verdammt gut aufgestellt. Verdammt gut. Ich hoffe, dass ich es mir nicht nur einbilde, sondern dass es wirklich der Fall ist. Er läuft jetzt hier schon rum, okay. Es ist aber noch keine Belagerung, die stattfindet. Der kommt aber hier mit 3 Fullstacks. Das Gute ist, dass der Typ, der drin ist, der kann Nachtangriffe. Wichtigste und mächtigste Waffe. So, okay. Gelbe Turbane, Krieg erklärt, das interessiert mich nicht. Das auch nicht. Das sind alles eher so unwichtige Dinge. Okay, dann Holzplatz. Mögest du mein werden. An die Waffen. Angriff. Dann machen wir genau das Gleiche. Wir machen einfach ein Gefecht, wo wir am besten so wenig Leute wie möglich verlieren durch gute Vorbereitung. Der Wind bringt Wandel. Lasst uns den Sieg holen. Bald bedecken ihre Leichen das Schlachtfeld. Und vor allem ihre Fliehenden den Horizont. Nicht vergessen. So wie beim letzten Mal. Was? Gebt heute alles, Freunde. Ein neuer Tag wartet. Okidoki. Ach, Gottchen. Das ist ja sogar diese Art. Warte mal.
Ja, das Beste wäre tatsächlich. Mal, wie kannst du? Bist nur frontal ausgerichtet, ne? Nicht seitlich. Ja, dann ist das hier der beste Angriffsvektor hier. Mit dem Geschütz da runterballern und es hoffentlich kaputt machen. Das wäre das Beste. Und im Zweifelsfall. Ach nee, kam hier noch ein Giftschuss. Ich dachte, es wäre was anderes. Es ist aber der Giftschuss. Okay. Außerdem habe ich noch eine Einheit, die hier theoretisch der Schildkröte vorgehen kann. Wir haben alle gut. Falls sie einen Ausfall machen, ach, haben die eh keine Chance. Ich bin mal ehrlich, wenn die einen Ausfall machen, haben die eh keine Chance. Ihr geht dahin. Oh, das Ding ist schon kaputt. Wie praktisch. Entschuldigung. Na, ja, habe ich ja leider nicht gut getroffen. Die Frage ist halt, ob meine Schützen von da aus überballern könnten. Immerhin habe ich jetzt schon mal 38 Schaden gemacht. Ich glaube also, wir kriegen es kaputt. Das sah so aus, als ob ich getroffen hätte. Aber dann doch wohl nicht. Komm, mach den Turm kaputt. Immer noch nicht getroffen. Stattdessen killt der Typen, die dumm dahinter stehen. Ich versuche es hier darüber zu kommen und drüber zu ballern. Kann es sein, dass du nicht triffst, dass du jetzt nicht mehr schießen kannst? Oh, das war der Turm. Ja, dann. Jetzt haben wir wahrlich Feuer frei. Schildwall, ey, coole Formation, die es jetzt gibt. Gefällt mir sehr gut. Oh, da haben sie schon keinen Bock mehr hier. Und die Salve war fatal für sie. Die hat sich sogar schon komplett aufgelöst, die Truppe. Ich halt mal doch da rein. Viele Geschosse habe ich eh nicht mehr, leider. Yikes! Jetzt ballert die in die Hölle. Können wir da drauf schießen? Ja, das scheint zu gehen. Senkt auch ihren Ausweichen, aber alles nur im Nahkampf, ne? Leider alles nur im Nahkampf, was hier gesenkt wird.
Aber die werden sich jetzt ja auch gleich zurückziehen, weil sie können unsere Feuerüberlegenheit hier nicht irgendwie auskontern. Moral geht so langsam runter. Leider haben wir halt keine Feuer geschossen, sonst würden sie schon längst fliehen. So, das können wir auf dir schießen. Und dir schicke ich jetzt hier derweil mal runter. Oder zumindest ein bisschen runter, nicht vollständig. Ah, hier bekommen wir Konterfeuer. Noch nur erschreckt, jetzt fangen die hier schon an zu wanken. Schieße ich wieder auf die da, weil die werden jetzt hier gleich wahrscheinlich wegrennen, wenn ich Glück habe. Naja, oder auch nicht, sie sind halt schon zumindest schon mal sehr, sehr stark dezimiert. Und jetzt schicke ich die Elite rein. Die wird es hier beenden. So, ihr Feuer ist auf die da. Und Charge. Ist halt nur eine Miliz, ne? Was soll die schon machen? Jetzt schieße ich die Tiger rein. Ah ne, die Jian. Die Jian-Jungs, die kommen jetzt da dran. Die schnelle Tiger-Infanterie kann ich auch noch reinschicken. Was, die können tatsächlich einen Kreis bilden? Grotesk. Schiebt die Kavallerie jetzt mal außen rum. Schildwall. Okay, die wanken jetzt hier schon, das ist gut. Munition wird knapp. Aber vielleicht schaffen wir es ja, die Bogenschützen noch weiter auszudünnen. Vielleicht jetzt hier noch mal ein bisschen reinhalten. Und wir gucken, dass wir jetzt hier mit der Kaff reinkommen. Konzentrieren sich tatsächlich mit dem Schildwall da jetzt drauf. Puh. Die fliehen. Ihr schießt es auf die da drauf, dann kommen wir rein. Das Blöde ist halt auch, dass ich meine eigenen Leute treffe durch den dämlichen Beschuss. Go, 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 go. Die wollen sich jetzt hier aufstellen. Ich spiele einfach gar nicht mit. Bereit machen. Bereit zum Aufbruch. Los, los, los. Unsere edle Schwester wird angegriffen. Schneller. Bewegung. Klinge. Achtung. Zeigt keine Gnade. Wir nehmen das jetzt so schnell wie möglich ein. Dann haben die nämlich diesen Moralbonus nicht mehr. Eingenommen, gut. Und jetzt rennen sie weg. Keine Gnade. Seht, wie sie rennen. Feige. Nee, 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 nee. So, das war's. Die wollten sich gerade eben schon bereit machen auf den Ansturm von uns, aber da habe ich nicht mitgespielt. Das muss ja nicht sein, ne? So, das gehört jetzt ebenfalls uns und das heißt, wir können ab nächste Runde in die andere Richtung gehen, solange Kongrong uns jetzt hier nicht den Krieg erklären sollte. Stellt euch den Sieg vor und er ist euer.
Ja, war auch tatsächlich so leicht. Level-Ups. Sehr schön. Töchterchen hat ein Level-Up. Das heißt auch nochmal, hier bekommst du noch mehr Ausweichen im Nahkampf. Hier gibt es mehr öffentliche Ordnung für verwaltete Konturei. Immun gegen Entsetzen und Angriffsnegierung. Negiert den Angriffsbonus des Angreifers. Das finde ich sehr stark. Hier kann ich ihr noch mehr Feuerrate geben. Das hier wäre mit den Schaden, den sie an Mauern verursacht. Das bringt ihr halt mehr Wissen, deswegen gebe ich ihr das. Das bringt ihr sehr viel. Irgendwas, was ihr Wissen gibt? Leider halt nicht. Die Damen hier sind halt alle noch so ein bisschen unterausgerüstet. Moral, eigene Armee. Ja, ich gebe das. Mehr Autorität gibt ihr mehr Moral. Eine Logik, der ich folgen kann. Himmelsschwert gebe ich ihr, ja. Hat sie sich verdient. Und damit... Meine Klinge ist bereit. Gehört uns jetzt hier fast das gesamte Gebiet. Wir können nur mal ein bisschen mehr Einkommen rauskitzeln. Ihr regeneriert euch noch diesen Einzug. Die Stadt hier bekommt eine bessere Verteidigung. Und weil ich so keck bin, handelt nach eurem Instinkt, hole ich mir das jetzt hier natürlich auch als noch. Einheit. Mit einer Delegation. Daraus ergeben sich Gelegenheiten. Und ich besetze es ebenfalls. Die gehört nun uns. Ein Möchtegern-Attentäter gibt 1000 extra XP für Gao Jun. Tja, doof für den Möchtegern-Attentäter, ne? Das lief nicht so für ihn. Und ich habe eine komplett vollständige Komturei. Aufträge sind übrigens machbar wieder, aber das machen wir beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Ne? Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.